Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn die Grünen von Pionieren sprechen, dürfte es aufgrund der jüngsten Erfahrung mit der grünen Politik weder um den technischen noch um den wirtschaftlichen Fortschritt Deutschlands gehen. Wie auch, wenn allen voran Ihr Vorsitzender Anton Hofreiter in seinem Thesenpapier vom 8.4.2019 folgende Maßnahmen durchsetzen will: Verbot des Verbrennungsmotors bis 2030, Verdopplung der Kosten für Autofahrer, höhere Kfz-Steuern für Pkw mit Verbrennungsmotoren, Fahrverbote in den Innenstädten, Rückbau der Autostraßeninfrastruktur. Wenn das ein Teil Ihres Konzeptes für Hessen als Pionier nachhaltiger Mobilität sein soll, dann gute Nacht für den Wirtschaftsstandort Hessen. Solche Vorschläge ignorieren vollkommen, dass die Automobilindustrie in Hessen mit 14 Milliarden Euro Umsatz und 46.000 Direktbeschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber ist. Hinzu kommen tausende weitere Beschäftigte bei den Zulieferunternehmen aus anderen Bereichen wie der Elektroindustrie, Maschinenbau, Gummi- und Kunststoffindustrie. Wenn also Hofreiters Totalverbot für Benziner und Diesel bis 2030 auch in Hessen von Ihnen durchgesetzt wird, was wird aus den Arbeitsplätzen? Laut Hofreiter soll ein Arbeitspakt und ein staatliches Transformationskurzarbeitergeld die wirtschaftlichen Folgen des Jobverlustes abfedern. Also ist der Verlust von vielen tausenden Jobs bei Ihnen schon einkalkuliert. Da sagen wir nein, danke. Während der Einfluss des deutschen Klimaschutzes auf das Weltklima minimal bis unbedeutend bleiben wird und die Hauptverursacher China, USA und Indien nicht einmal ansatzweise mitziehen, sondern fleißig neue Kohlekraftwerke bauen, wird die deutsche Industrielandschaft von ihren Verboten und Vorschriften nachhaltig zerstört. Diese Zerstörung ist das einzig Nachhaltige an Ihrem Plan und gleichzusetzen mit den Pionierleistungen im Geiste der ehemaligen DDR und ihrer Planwirtschaft. Ihr aktuelles Thesenpapier ist ein Sammelsurium aus Verboten, Verteuerungen und industriefeindlichen Maßnahmen. Weiter setzen Sie in Ihrem Thesenpapier ausschließlich auf Elektromobilität als grünes Rezept für den zukünftigen Individualverkehr. Nur, wer kann sich teure Elektroautos leisten und wo kommt eigentlich der ganze Strom her? Und wie wollen Sie die Leitungsinfrastruktur in den Städten erneuern, die nicht für eine komplette Elektromobilität ausgelegt ist? Viele namhafte Automobilhersteller, wie zum Beispiel BMW-Vorstandschef Harald Krüger, sehen Elektromobilität lediglich als eine mögliche Antriebsart für den Individualverkehr in der Zukunft. Die Energiebilanz eines Elektrofahrzeuges von der Rohstoffförderung über die Herstellung der Komponenten, über die gesamte Laufzeit bis zur Entsorgung ist im Vergleich zu einem modernen Euro 6 Dieselfahrzeug bis zu einer Laufleistung von 120.000 Kilometer schlechter. Die Energiebilanz ist aber nur ein kritischer Aspekt der Elektromobilität. Moderne Batteriezellen benötigen bei der Herstellung Kobalt und Lithium. Kobalt wird unter menschenunwürdigen Bedingungen mit Kinderarbeit im Kongo gefördert. Lithium wird in den Trockenregionen Südamerikas unter massivem Wasserverbrauch und nachhaltiger Schädigung der dortigen Ökosysteme industriell gefördert. Auch Nickel und Kupfer werden in großen Mengen für die Batterieherstellung benötigt. Die Preise für diese Rohstoffe drohen zu explodieren. Und die Entsorgung der Altbatterien ist in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt. Dieses Konzept wird keine grüne Zukunft, sondern eine traurige Zukunft sein. Fazit: Das Elektroauto und die Elektrifizierung von Flotten bleibt ein teures Vergnügen und verlegt den Auspuff der Fahrzeuge nur ins Ausland. Die AfD lehnt eine solche Verkehrspolitik ab. Die schleichende Enteignung der Dieselfahrer durch die unsäglichen Fahrverbote in deutschen Städten zeigt, wohin eine solche Verkehrspolitik führt. Es ist alles andere als Pionierleistung, den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter zu schädigen, den deutschen Steuerzahler weiter zu schröpfen und dem einzelnen Bürger durch Verbote sein Recht auf individuelle Mobilität weiter einzuschränken. Und Sie sollten diese sogenannte Pionierleistung wieder in die Schublade zurücklegen, wo Sie sie rausgeholt haben. Vielen Dank.